Einen wundervollen guten Tag wünsche ich bei dem Retro-Projekt. Und im Hintergrund hört man es schon. Wir sind auf einer kleinen Rettungsmission hier mit Harry. Wir wollen die Katze holen. mir ist mal aufgefallen, aber ihr seid absolut wahnsinnig. Da lädt man einmal nochmal eine Retro-Folge hoch. Oder beziehungsweise ein neues Retro-Projekt. Und auf einmal freuen sich alle und erfreuen sich der Nostalgie. Hatte ich einen Knuddelmuff, aber Fred und George haben Klatscher damit gespielt. Unfair. Okay, Ron, danke für diesen Einblick in dein Leben. Und auf einmal dreht ihr voll am Rad und erfreut euch der Nostalgie und sowas. Und es freut mich sehr tatsächlich, dass ihr Spaß habt an diesem Projekt und dass ihr so schön an eure Kindheit denkt. Und. Flippendo! So, wenn mir Videospiele eins beigebracht. Ja, genau das. Eins beigebracht haben, dann, dass dahinter irgendwas ist. Hallo, Harry! Versuche, alle Bertie-Botts-Bohnen einzusammeln. Pass jedoch auf die springenden Knollen auf. Wenn sie gegen dich knallen, verlierst du ein paar Bohnen. Das ist aber fies. So, wir werden nicht verlieren. Wir werden einfach richtig viele Bohnen sammeln. Ohne, dass irgendwas uns knallt. Wir werden einfach richtig viele Bohnen sammeln. Und nur eine Sache wird gegen uns knallen. Gut gemacht, Harry. Du hast alle Bertie Botts Bohnen eingesammelt. Dafür bekommst du eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern. Geil. Sowas wollte ich schon immer mal haben. Das ist die erste, die wir jetzt finden in dem Let's Play, oder? Ich glaube schon. Album. Wind Schimpling. Ja, komm. Gucken wir uns mal das Album an. Vorausgesetzt, wir spawnen dann nicht im Gryffindor-Raum, aber dann müssen wir halt ein Stückchen laufen. Ist auch nicht so schlimm. Oh ja, Junge. Zumindest gucken wir es uns an. Darwin Schimpling. Geboren 1912. Bis heute. Eine ganze Giftspinne und überlebte. Obwohl er danach violett wurde und es für immer blieb. Das ist einfach der Zauberer Spider-Man. Guck mal, wird da was gelernt. Das ist eine Mischung aus Barney und Spider-Man. Aber er hat sie gegessen. Er hat den Spieß umgedreht. Das ist wie wenn Peter Parker die Spinne gegessen hätte, also gebissen hätte. Man, Spider. Ich liebe dieses Meme. Ein Knuddelmuff. So, nicht in die Dornbüsche rennen, habe ich jetzt gerade festgestellt. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Irgendwo hier ist es aber auf jeden Fall. Na, da ist er wieder. Ja. Hoffe, du hast was gelernt im Kräuterkundeunterricht. Nee, ich hab geguckt, Harry, ins Handy, yo. Kannst du mir ein paar Früchte von einer seltenen Pflanze aus dem Wald holen? Die Pflanze steht ganz in der Nähe der schluckenden Wasserspeier. Da sind schon öfter komische Dinge passiert. Sei vorsichtig. Okay. Ist ja nicht so, dass in Hogwarts ständig... Hogwarts. Nee, ich wollte damit aufhören. Dass da nicht ständig irgendein Scheiß passiert. Sind wir mal ganz ehrlich. So, ja, speichern, ich weiß ja nicht. Ich würde jetzt erstmal noch mal ein bisschen mich umgucken. Hier haben wir noch eine Kröte. Da haben wir eine Bohne. Da wieder auf uns zu. Harry, hier unten ist ein riesiges Monster. Okay, Neville, alles klar. Ein Schokofrosch, wie viel habe ich jetzt? Warte mal. Achso, nee, das waren besondere Bohnen nur für dieses Minigame wahrscheinlich. Ich brauche davon 70. Irgendwo hier in dem Wald verteilt. Das Wort. Hallo. Du bist Hallo. Gryffindor, nicht wahr? Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Mhm. Wenn du weiterkommen möchtest, musst du das Passwort wissen. Komm zurück, wenn du es herausgefunden hast. Dann werde ich dich durchlassen. Ich werde hier wohl noch eine Weile herumhängen. Ha. Viel Glück, junge Gryffindor. Gryffindor. Gott, Leute, ey. Man merkt halt immer wieder, auch selbst die Synchronsprecher haben echt nichts bekommen. Ne? Also die hatten halt das Buch, ja. Ich weiß nicht, ob es das Hörbuch gelesen von Rufus Beck, ob es das da schon Hallo, gab. Harry,
Versuche alle zu viele Dialoge. Bohnen einzusammeln. Obwohl, den Dialog kennen wir schon. Das ist jetzt nochmal was anderes. Das ist nochmal ein Level davon, oder was? Aber die hatten ja gar kein Auto, die mussten das alles irgendwie für sich, beziehungsweise das, was dann der Regisseur im Studio halt gesagt hat, so, ja, sprich das mal so aus. Weil der Film ist ja zeitgleich rausgekommen. So, die konnten ja gar nicht wissen, wie sie es aussprechen sollen. Gut gemacht, Harry. Du hast alle Bertie Botts Bohnen eingesammelt. Dafür bekommst du eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern. Schön. Wen haben wir denn? Lurch Scamander. Oh. Scamander ist ein Name, der mir was sagt. Und einigen von euch bestimmt auch. Lurch Scamander. Geboren 1897. Oh Gott. Autor des berühmten Werkes Sagen, Tiere und wo sie zu finden sind. Die haben... Okay, das ist das Beste, was je passiert ist eigentlich. Newt Scamander übersetzt mit Lurch, also Newt effektiv in Lurch übersetzt und dann Lurch als Lurch ausgesprochen. Oh Gott. Gut. Die deutsche Synchro geht in die Legenden ein, ganz ehrlich. Und ich sehe nicht eines auf anderer Sprache zu spielen. Das ist einfach viel zu gut. Und ich will definitiv mehr von diesen Karten haben und wissen, was sie alles so gemacht haben mit denen. Mei, mei, mei. So, hier wird einmal kurz gespeichert. Ich weiß nämlich nicht, ob man über den Wald zu der Katze kommt. Aber ich hätte schon gut Bock, die Katze zu retten, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist eine Katze. Katzen sind rettenbar, genauso wie alle anderen Tiere dieser Welt auch. So. Dann gehen wir mal weiter. Mal gucken. Andererseits habe ich auch noch eine Quest für Hagrid, also es wird auf jeden Fall nicht langweilig hier im Wald. Und ich muss noch Bohnen suchen. Und da ist anscheinend Darth Vader und schießt einen mobilen Todesstern. Aber es könnte auch Luke sein. Oh, Gottes Willen. Von unten treffen oder was? Ja, ich glaube von unten. Bam. Das ist eine sehr epische Zwischensequenz auf jeden Fall. Zwischensequenz. Ich kann schon nicht mehr reden, es ist viel zu kalt aktuell. Es schneit. Das ist eigentlich das geilste Wetter, um das Spiel hier zu spielen, aber... Nein! Oh! Nicht fallen lassen. Ich hab... Manchmal sollte man... Ey! Man sollte die Kontrollen besser lesen. Ich habe jetzt nämlich eigentlich gelesen, so von wegen, ja okay, drück Dreieck, um es hochfliegen zu lassen. Aber Dreieck ist halt leider runterlassen. War jetzt nicht so intelligent. Jetzt aber. So, jetzt lasse ich es auch schweben, wirklich. Ein bisschen gefailt. Wingardium Leviosa. Genau. So. Da sitzt er wieder an seinem Platz und ich habe mir ein paar Bohnen verdient. Sehr gut. Ich weiß nur nicht genau, wo die jetzt die ganzen anderen... Also ich habe jetzt 10. Ich brauche noch 60. Aber ich werde mich auf jeden Fall eine Weile noch in dem Wald hier aufhalten, denke ich. Weil ich habe Bock herauszufinden, was hinter diesen Porträts ist. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Nie, außer jetzt beim Let's Play tatsächlich. Habe ich doch tatsächlich ein bisschen mehr Bock, das Zeug zu suchen. So. Ich trinke mal den Zaubertrank hier. Komm schön rein. So ein Zaubertrank, der einfach Mutterseelen allein irgendwo auf dem Waldboden liegt, kann nicht schlecht sein.
Also rein in den Schlund damit. Bei welchem Prozent sind wir? Sind wir bei 29%. Gucke mal. Nett. Das ist doch ein Träumchen. Sicherheit wird an unserer Schule noch groß geschrieben und dann das hier einspielen. Erkundet mit Mutterseelen allein die heißen Lavaquellen unter der Schule. Ja, fühle ich, Bruder, fühle ich. Darf ich? Ja, ich weiß grob, was ihr von mir wollt. Ich hoffe nur, dass ich mir dadurch jetzt nichts verbauen kann, tatsächlich. Aber ich denke mal, das werden wir nochmal irgendwie herausfinden. So, moin. Komm mal mit. Ich weiß, du bist wütend. Ich weiß, ich habe dich aufgeweckt. Ich weiß, ich würde exakt dasselbe tun und den Leuten hinterher blubbern. Aber geh mal bitte hier drauf. Danke. Kann ich nämlich den hier machen. So, einmal hier hin, dann da hinspringen und dann nochmal drauf und in die andere Richtung springen. Das sind Rätsel, damit kommt mein Gehirn klar. Sowas mag ich. Das kriege ich noch irgendwie ganz gut geregelt. So, dann einmal hier runter. Dann nochmal hoch. Und dann nochmal da. So, sehr schön. So, die eine oder andere kriege ich mittlerweile hin. Ist jetzt nur die Sache, warte mal. Spawnt ihr nach, ist jetzt die Frage. Weil rein theoretisch hier hinten ist einmal noch so ein Löschen. Da würde ich dich ganz gerne hinbekommen. Also die wollen darauf hinaus, dass ich den hier fütter. Und dann in das große Loch da... Nein! Danke. Aber ich will herausfinden, was passiert, wenn ich... Nein! Hey! Komm her! Komm her, Schnuffi. Oder ist das andere Loch dazu da, nur diese anderen Bohnen alle einzusammeln? Das wäre ein bisschen unfair. Beziehungsweise nicht unfair, aber ihr wisst, was ich meine. So, wo hat sich jetzt was getan? Ist das hier irgendwo? Oder ist das drüben? Na, der hat sich dann jetzt geändert. Okay. Ist tatsächlich für den Bonus. Zack, zack, zack. Obwohl, wenn hier schon ein Hebel ist, hat das noch ein bisschen mehr Sinn, glaube ich. Ja, Tatsache. So. Und jetzt mal dafür sorgen, dass der Kollege fett genug wird. Oder fülliger. Ist vielleicht ein bisschen freundlicher ausgedrückt. Auch wenn ich sowas eigentlich sagen darf mit meiner Fülle. Soll hier keiner irgendwie... Kannst du bitte hier hinkommen? Danke. Als ob der jetzt... Alter, deinen Stoffwechsel hätte ich gerne, ganz ehrlich. Komm her. Er soll schon noch hier reinspringen. Okay. Die ganze Zeit so lange füttern, bis der dann irgendwann oder... Ah, okay. Jetzt hat's gereicht. So, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen oder was? Jawohl. Boah, solche Stacks mag ich. Die können gern öfter kommen. Also auf der anderen Seite ist okay, das heißt, durch hier. Ich habe safe auch irgendwelche Türen verpasst, aber ich glaube zumindest, dass man hier auch relativ schnell wieder... wiederholen kann, einige Passagen. So dass ich auf jeden Fall dazu komme, hier alle möglichen Bohnen zu sammeln.
Das werden wir verdammt nochmal tun. Ich will hier alles ausreizen. Ich möchte einmal das Spiel komplett durchspielen. Okay, das klang jetzt erstmal im ersten Moment wie so eine Tomb Raider-Mucke. Ja, und auch hier, erkunde die fließenden Lavaquellen unserer Schule. Mutterseelen allein. Obwohl Mutter ist auch vielleicht, naja. Ah, da sind die Samen, die ich für Hagrid besorgen soll. Das ist auch geil. Und Hagrid sogar höchstpersönlich den Auftrag immer so, ja, ich habe gerade keine Zeit, kannst du die bitte holen? Übrigens, die sind am Ende eines reißenden Lavabachs. Bitte stirb nicht. Okay, nette Soundeffekte. Machen überhaupt keinen Druck. Alles klar. Das war erfreulich angenehm. So, keine Angst, die anderen beiden Bohnen hole ich mir auch noch. Aber ich habe so das Gefühl, ich muss hier sowieso wieder zurück. Ja, scheiß drauf, ganz ehrlich. Oh, ah, das war blöd. Ah, ich habe eigentlich gedacht, hier hinten brauche ich ihn eh nicht, aber ich komme ja hier nochmal vorbei. Das heißt, auf dem Rückweg könnte mir ja was passieren. Egal. Vielleicht kriege ich dadurch ja mehr Lebensenergie oder irgendwie solche Späße. Das kann natürlich sein. Ich stehe in reißender Lava und es gibt mir ein bisschen was von meinem Leben weg. Das ist doch schön. Incendio! Ja. Da gebe ich auch immer meine Suchanfragen ein. Ich hasse die Anwendung dieses Zaubers. Ich spiele Guitar Hero fucking Experte oder was auch immer das war, aber ich krieg das nicht hin. Gott! Meine Fresse, ey. Ein kleiner Rhythmuspart und der bringt mich komplett raus. Lavabäche, kein Thema, aber das ist, naja. Ich hab die Feuersamen, alles ist gut. Solange du wild bist. Allihop. 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 Und ja. Plattformtreffen ist irgendwie besonders schwierig, habe ich das Gefühl. Aber gut, Harry, ne, der Junge, der überlebt auch sowas. Das bisschen Lava. Das macht schon nicht aus. So, jetzt sind wir zurück. Wundervoll. So, Bohnen wurden auch mitgesammelt. Das heißt, jetzt nochmal den Parcours hier lang. Es wird nochmal laut. Lauf, Harry! Na, das war knapp. Hätte ich mal einen Zaubertrank übrig gelassen, einen gewissen. Dann wäre das vielleicht alles nochmal ein bisschen besser gelaufen hier, aber ja, das passt schon. Was ist da oben eigentlich? Ne, das sind nur Fackeln, ne? So, also die Feuersamen haben wir auf jeden Fall. Die Katze ist immer noch in Gefahr, was mich bis zum Gehen nicht mehr. Ich will dieser Katze helfen. Hagrid hätte locker einfach mit seinen 5,80 Meter durch diesen Lavabach durchrennen können und hätte sich die Samen selber holen können, aber ich vergeude hier wertvolle Zeit auf der Suche nach einem Kätzchen. Das geht nicht. So, hier, nee, da auch nicht. Upala! Ich bin ganz aufgeregt, ich krieg schon einen Schluck auf. Jetzt ist übrigens die Frage, wie komme ich da hoch? Muss ich da überhaupt hoch oder chillen die da einfach nur? Ich sehe jetzt zumindest von hier unten auch keine Bohnen da oben, also von daher... sind ja, glaube ich, nur am Rumchillern. Ja, gute alte PS1-Zeit, wo noch jedes einzelne Springen vertont werden musste.
So, jetzt gucke ich allerdings mal. Ich glaube, auf der anderen Seite müsste eigentlich schon direkt die Hütte sein. Das heißt, die Samen kann ich noch eben abgeben. Ja, gut, dann ist hier halt der Bossraum. Aber dann werden wir beim nächsten Mal die Samen abgeben. Jetzt stelle ich mich hier genau hin und dann, weiß nicht, können wir das für ein Thumbnail nutzen? Werden wir mal sehen. Ansonsten mache ich hier irgendwann einen Screenshot. Gut, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Freut mich, dass es euch aktuell so gut gefällt hier, dieses Projekt. Ich kriege die Kamera einfach nicht gerade. Egal. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder mit der nächsten Folge von Harry Potter oder zwischendurch mit einem anderen Projekt von uns. Würde uns auch sehr freuen. Und bis dahin, haut da rein und tschüssi.